nicht ab. Vor zwei Wochen hat er den FCS hier im eigenen Stadion gegen Stuttgart zum Sieg geschossen und danach den bereits zitierten markigen Satz geprägt, der Ludwigspark muss zu einer Festung werden. Und sein Trainer Jürgen Luginger, akribisch hat er seine Mannschaft auf diese Partie vorbereitet. In der ersten Viertelstunde wollen wir Sandhausen mächtig unter Druck setzen und Saarbrücken mit der ersten Offensivaktion. Nico Zimmermann. Immer noch Zimmermann. Aber sehenswert vor allem die Vorbereitung dieses ersten Angriffsaktes durch Velimir Girgic. Wie man ihn kennt, unermüdlich mit dem rechten Maß an Aggressivität. Und dann Nico Zimmermann, dritte Minute. Kein Foul hier von Schulz, aber der FCS agiert nach der Vorgabe des Trainers. Druck aufbauen vor 4500 in der Festung Ludwigspark. Jetzt Sandhausen, sechs Minuten gespielt. Frank Löning. Und jetzt sehen Sie, wie verbissen hier schon von Beginn an gekämpft wird. Markus Mann und David Ulm geraten da aneinander. Zwei giftige Teams treffen aufeinander und zwei giftige Trainer. Keine Einigkeit in Sachen Einschätzung der Spielsituation, aber das muss ja auch nicht sein. Danach nochmal der FCS, Nico Zimmermann. Geschmeidig, ballsicher und mit dem Abschluss der Eschuner Zahnschuhe zum Glühen bringt. Sehenswerte Aktion von Zimmermann und Daniel Istunat scheint hier seine Mitspieler vor der Nummer 20 des FCS zu warnen. Saarbrücken von Beginn an präsent, gewillt, wach. Zum Beleg noch einmal Zimmermanns Auftritt. Eine Viertelstunde vergangen. Bis hierhin sollte die erste Druckwelle des FCS erfolgen, zumindest nach Plan von Jürgen Luginger. Dann kann man auch mal ein bisschen taktieren. Und noch laufen diese 15 Minuten. Stiefler. Und tatsächlich, der Plan geht auf. Das 1:0 durch Stefan Sieger. Und diese Führung ist verdient. Hochverdient, Manuel Stiefler als Vorbereiter. Er macht die Direktabnahme möglich. Der erste FC Saarbrücken führt. Sandhausen ist bis hierhin fest im Griff des FCS. Und was macht Manuel Zeitz? Der 20-Jährige ist nur so zu stoppen. Viele Fouls in der ersten Halbzeit. Zeitz' Name und vor allem seine Fähigkeiten haben sich eben mittlerweile herumgesprochen. Und so muss der junge Spieler mehr einstecken. Eine halbe Stunde gespielt, alles okay beim FC. Dann Ulm für Sandhausen beim Freistoß. Und die Ernüchterung. 1:1, 30. Minute Ohrfeige für Saarbrücken. Gefeiert wird Frank Löning, mittendrin auch der Ex-Elversberger Stefan Zinnow. Ein Standard bringt Sandhausen wieder heran. Frank Löning, 1,87, überspringt die gesamte FCS-Defensive. Aber große Beschwerden von Seiten der Saarbrücker. Ein Handspiel soll da vorgefallen sein. Und in der Tat, es war eine Hand im Spiel, allerdings jene von Manuel Zeitz. Hier deutlich zu sehen, er ist als letzter am Ball mit dem verbotenen Körperteil 1:1. Und jetzt schauen Sie auf diese Szene. Jeder ballführende Spieler wird schnell und hart attackiert, immer an der Grenze zum Foul. Keine leichte Partie für Schiedsrichter Thomas Metzen. Also große Freundschaften sind hier auf dem Rasen nicht entstanden. Und zum Ende der ersten Hälfte drücken beide Teams ihre Liebe füreinander dann noch einmal richtig körperlich aus. Der Pausenpfiff kommt dann rechtzeitig. 22 Spieler toben sich ohne Ball noch mal kurz aus und auf den Rängen Abkühlung mit leckerem Eis und dann hinein in die zweite Hälfte. 120 Sekunden läuft der zweite Abschnitt, der FCS.
mit Girgic. Und der mit dem 2:1. Willemir Girgic, der von sich selbst sagt, dass er kein richtiger Knipser mehr wird. Er knipst und wie? Eminent wichtig, dieser Treffer für Saarbrücken. Super Einsatz von Özbek und dann Girgic gegen 2. Der räumt alles aus dem Weg, Wille und Einsatz pur. So bringt man die Zuschauer auf seine Seite. Der FCS hält die Schlagzahl hoch. Manuel Stiefler im Sandhausener Strafraum will da einen Elfmeter. Großes Entsetzen beim Saarbrücker Spieler. Vielleicht eine kleine Berührung, vor allem aber eine schöne Flugnummer. Etwas theatralisch und der Pfiff des Schiedsrichters bleibt aus. Dann geht Stefan Sieger, 55. Minute. Er hatte in den letzten Wochen einen schweren Stand. Für ihn kommt Zitko. 2:1, noch ist nichts gewonnen. Sandhausen jetzt mit der Chance. Löning. Wenn einer dem FCS Sorgen bereitet, dann ist es Frank Löning. Aber heute stimmt bei Jürgen Lugingers Mannschaft die kämpferische Haltung, besonders bei Manuel Zeitz, dem jungen Nationalspieler. Nicht mit den großen, auffälligen Aktionen, aber dafür mit mächtig viel Herz. Noch 15 Minuten, Saarbrücken muss die Führung halten. Und dann kommt das 3:1, Markus Mann. 75. Minute. Und jetzt sieht es sehr, sehr gut aus mit dem zweiten Heimsieg in Folge. Markus Mann, Saisontreffer Nummer 1 für den Kapitän des FCS. Und Saisontreffer Nummer 1 für einen außergewöhnlich kopfballstarken Abwehrspieler. Jetzt kann Saarbrücken diese Partie nicht mehr verlieren. Die letzte Minute und die letzte Chance. Girgic. Schön eingesetzt in der Mitte, Zimmermann, aber er versucht's alleine. Das 4:1 bleibt Saarbrücken verwehrt, aber mit diesem 3:1 Erfolg können die Blau-Schwarzen richtig zufrieden sein. Der zweite Heimsieg in Folge, jetzt liegt der Aufsteiger im Soll. Manuel Zeitz ausgepowert, aber glücklich. Und sein Trainer darf stolz sein auf ihn und den Rest des Teams. Wie wir gesehen haben, wie von Anfang an, wie wir da aufgetreten sind. Ich sag mal, eine Chance nach der anderen rausgearbeitet haben. Das einzige Manko war die Chancenverwertung, erste Halbzeit. Ja, das ist dann oft so, wenn du die Tore nicht machst, bekommst du noch eins. Aber wir haben zweite Halbzeit gleich weitergemacht und ja, tolle Leistung von der Mannschaft heute. Einst war er Fan des FCS, heute hat er selbst seine Anhänger. Manuel Zeitz erlebte 7 perfekte Tage.